Ja, und dann hast du einen Review, oder eher gesagt Unboxing, / Review zu einem wunderschönen Windows-Tablet. Und zwar von Asus, das VivoTab Smart LTE. Ein Tablet aus dem Jahr 2012, wenn mich nicht alles täuscht. Wurde, keine Ahnung, ich glaube 2-3 Jahre verkauft. Da seht ihr dann mal die Hülle. Hier Asus VivoTab Smart. Wurde, glaube ich, wahrscheinlich 2-3 oder 4 Jahre verkauft. War wahrscheinlich 2016 maximal. Eher 2014 oder 15, sagen wir mal bis 2015 wahrscheinlich. Aber können wir auch gerade mal googeln. Dann können wir nämlich auch gerade mal die Leistung, oder ihr kriegt dann auch direkt mal einen Blick über die Leistung. Und zwar gehen wir mal in den Firefox. Internet Explorer in den Firefox wollte ich. Nicht den Explorer, nur den Firefox. Ist gerade erst gestartet, deswegen muss ich mal eine Zeit lang um hoch zu drücken. So, dann haben wir ein. Einmal geöffnet. So. Dann muss ich die Tastatur aktivieren. Und zwar haben wir das Asus Smart. Wo ist die Nummer? Ja. Und zwar wollen wir wissen. Quelle. Ich weiß nicht, könnt ihr das mit der. Ich noch mal gucken, wie das mit der Helligkeit so aussieht. Ich denke, na gut, so wirklich lesen könnt ihr es, glaube ich, nicht. Gut. Baujahr. Bin ich jetzt 2013. Da ist zumindest der Bericht von, sagen wir mal 2014 oder 15. Ja, ihr seht ja auch, das ist auch auf dem neuesten System. Also. Ja, das ist eine nächste Version. Mal gucken, ob welche Version hier drauf läuft. Update und System Update und Sicherheit, glaubt was. Okay, gut, hier sind sogar noch Updates draußen. Weitere Informationen, ich glaube, weitere Informationen, wo kann man denn die aktuelle Version, Versionsverlauf vielleicht? Hm.
Ich weiß nicht, wie genau uns das jetzt die Differenz ist. Also. Nur mal die Systeminfo. System. Und dann eben meine Info. Und das Datenpaps. Info hier. Ah, hier steht die Version. Das ist die Versionsnummer 1607. Installiert ist ein 32-Bit-Betriebssystem. Windows 10 Home mit 2 GB Arbeitsspeicher. Theoretisch gesehen würde auch bei den 2 GB es möglich sein, eine 64-Bit-Anwendung auch vom Prozessor. 64-Bit-System brauchen Maximum oder Minimum 1 GHz. Könnt ihr auch nachgoogeln. Ich blende euch hier auf den Link wahrscheinlich mal ein Video ein. Die Minimalbedingungen für 64-Bit-System. Na, ihr könnt jetzt theoretisch den upgraden und dann wahrscheinlich auch auf eine Home-Lizenz. Sollte so gesehen also auch laufen. 8 du Scheiße, ich weiß ja schon alles ab. Kann man würde sagen, hier ist Office, Open Office drauf. Das zeige ich euch auch gerade mal. Das startet auch ganz normal. Weiß jetzt nicht, wie das mit der Helligkeit so ist. Die Kamera ist nicht so wirklich hell eingestellt und relativ dunkel, aber meistens gibt es offensichtlich Probleme mit der Kamera. Aber hier auch ganz normal könnt ihr Textverarbeitung und was haben wir hier und für sich Tabellen Krams machen. Dann macht er eine Kacktabelle hier aus. Open Office 4. Warum kennt ihr das jetzt schon hier nicht? Das hat er sehr gut. Ganz normal Tabellenbearbeitung. Ne? Ja, so. Ganz gut machen, jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal ins Internet. Und dann gehen wir mal gerade auf YouTube. Auf einen ganz besonderen Kanal. Am besten gehen wir direkt auf. Ich muss aber die Tastatur aktivieren. Auf YouTube. YouTube.de/TV. Gucken wir diese TV-Ansicht von YouTube auf diesen. Link läuft. War das nicht so? Den Link. YouTube.de/TV. Ich glaube, das war doch der richtige Link, oder? Genau. Dann stellen wir mal hier. Einmal Vorbild ein. Nicht jetzt. Also ihr seht, so sieht YouTube auf dem Tablet aus. Ihr könnt auf diese Webseitenversion gehen. Können wir hier rüber swipen? Können wir. Jetzt haben wir gerade ein Video gestartet aus Versehen. Können wir mal gucken, wo es läuft. Also man sieht hier, YouTube läuft auf diesem Tablet. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück und gehen wir hier in den Kanal ein. Gehen wir dann mal in VA Gaming ein. Dann meinen wir schon den Kanal. Jetzt haben wir jetzt ein Video gestartet.
das hier müsste sehr gut laufen. So. Gucken wir gerade meine Kamera an, wie ob ihr das gut seht. Aber ihr seht, zum Großen und Ganzen, das Tablet, ja, so als kleines, ich würde mal sagen, so als Office-Tablet, sieht ganz gut aus. Ja. Das war's auch im Prinzip schon mit dem Video. Ich lasse euch jetzt nochmal einen kurzen Augenblick mit diesen Bildausschnitten alleine. Und ihr könnt euch nochmal einen kleinen Eindruck gewinnen von der Video-Performance. Ciao, Leute. Ja, Leute, übrigens, bevor ich jetzt hier das Video beende, in der erste Link in der Videobeschreibung führt euch direkt zum eBay-Produkt und der zweite Link führt euch direkt zu meiner Webseite. Da gibt es auch einen Eintrag in dieser Auswahlmenüzeile oben, wie auch immer man es nennen soll. Also wisst ihr wahrscheinlich, denke ich, was ich meine, da wo man halt alles auswählen kann, Facebook-Profil, Kommentare schreiben und senden und alles mögliche, wo ihr auch YouTube-Videos von mir sehen könnt. Könnt ihr auch einfach mal unten, wenn ihr runterscrollt, findet ihr auch eine Suchleiste namens, Suche, benutzerdefizierte Suche. Ja, auf jeden Fall eine Suchleiste. Da könnt ihr dann einfach eBay mal eingeben, nur eBay, und dann solltet ihr auch direkt auf den eBay-Eintrag kommen, wenn ihr nicht versteht, was ich meine, aber oben steht halt nicht ganz mit, ich denke. Ihr seid ja auch mit auf den Kopf gefahren, von daher solltet ihr, denke ich, schon verstehen. Und ja, mit diesem wunderschönen, geilen Mix verabschiede ich mich von diesem Video. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video wieder zu einem neuen Unboxing oder was weiß ich was für ein Video. Ich bin damit raus. Ciao, Leute.